Jo, Star Citizen, IAE, ist jetzt aktuell am Start, deswegen mache ich das Video. Ich gucke auch mal wieder rein. Letztes Mal habe ich ja geguckt bei... Ich habe gerade erst mal echt den Namen vergessen von der alten Messe. Ich blende es euch hier ein. Ja, erstmal hier wieder, let's go, das Display übel am Buggen. Wundert euch nicht, wenn die FPS ein bisschen ugly sind. Ist halt echt viel los im Moment. Hangar 4. Oh, perfekt, sehr nah rangezoomt. Geil! Wir fliegen mit der Cutlass. Müsste irgendwo bei New Babbage sein. Ich guck mal. Oha. Ah, ist ein bisschen laggy, actually. Aber wir gucken mal, wie es bei New Babbage aussieht, also auf der IAE, auf der Messe. Ist selbst meine erste Messe. Die letzten IAEs habe ich einfach komplett ignoriert, weil ich bin ja schon ewig lange quasi in der Star Citizen, schon seit vier oder fünf Jahren mittlerweile. Aber halt immer nur so sporadisch mal wieder reingeguckt, weil vieles ja auch nicht funktioniert hat. Dann meistens von meinen Kollegen, die zocken halt gar nicht. Muss ich halt nochmal reinkommen, weil ich glaube, N war Fahrwerk, ja genau, Landing Gear. Komm mal hier raus. So, New Babbage. Noch nie da gewesen. Nur viel Mining-Krams gemacht und sowas. Im Moment auch viel an meinem GTA RP-Server bei, deswegen allgemein für die meisten anderen Games wenig Zeit. So, Moment. Wo war jetzt nochmal New Babbage? Das kann jetzt sehr peinlich werden für den einen oder anderen, der sich so extrem in Star Citizen auskennt. Ich weiß überhaupt nicht, wo New Babbage ist, Alter. Ich war da noch nie. Digga, wo war nochmal New Babbage, Alter? Ich bin ja komplett lost. Ich war jetzt schon so lange... Oder ist Microtech? Ja, Microtech, okay. Ich habe echt keine Ahnung, wo die scheiß Messe ist. Ja, setz mal die Route. Huch. Crazy. Ich habe echt schon so lange nicht mehr gespielt. Ich werde auch mal einen Cut machen. Wir sind gerade auf dem Weg dahin, nach Microtech und nach New Babbage. Ich freue mich echt auf die Zeit, wenn dieses Salvaging kommt. Ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange. Es wird wirklich so, wie sie es alle versprechen. Ich gucke ja viele Videos von Knebel. Grüße gehen raus. Top Star Citizen YouTuber oder der Info, der Videos darüber macht. Ich will nicht mal YouTuber sagen. Knebel auf YouTube, guckt da mal rein. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Top Kerl. Über den erfahre ich immer alles. Bei dem bin ich auch immer auf dem neuesten Stand. Der sitzt da auch wohl tiefer drin. Hat auch schon GameStar Video gemacht über Star Citizen, wie der aktuelle Stand ist. Ist natürlich sehr fragwürdig für die meisten, das Spiel. Oder ist ja nicht wirklich ein Spiel, du musst schon wirklich Bock drauf haben, weil gespielt, in Anführungsstrichen, wird noch gar nicht so wirklich. Es ist schon nah einem vollwertigen Spiel, würde ich sagen. Aber es hat halt auch viele Fehler. Es hat wirklich viele Fehler. Man muss auf dieses Space-Ding Bock haben. Und ja, ich wollte euch mit diesem Video... Ich habe aber in der letzten Messe, mir fällt der Scheißname immer noch nicht ein. Genau, ich habe jetzt nochmal nachguckt. Invictus Event, genau. Das war ja da, wo ich die letzten Star Citizen Videos gemacht habe und auch mal auch eigentlich mehr machen wollte. Bin ich wieder abgedriftet von Star Citizen. Jetzt bin ich im GTA-Ding, das bleibt auch. Aber ich will auch versuchen, jetzt ein bisschen mehr wieder in Star Citizen drin zu bleiben. Vielleicht auch mal ein, zwei mehr Videos zu machen, um einfach mal ein bisschen auch den YouTube-Algorithmus weiter zu füttern, anstatt immer so ein Anlauf zu haben. Ich kann aber, wie gesagt, ich verspreche gar nichts. Wird wahrscheinlich nur die Hälfte funktionieren. Aber ich habe trotzdem immer noch Bock auf Star Citizen. Ich muss auch nicht immer Videos davon machen, aber sowas ist halt sehr... ist schon ein sehr bekanntes Game, aber es spielen halt wenig Leute. Weil es ist schon eine Überwindung. Ich verstehe auch warum, wenn man sich jetzt ein Game Package kauft. Es ist nicht vollwertig, es funktioniert noch nicht alles. Ich habe selber immer noch 30k. Du brauchst einen relativ guten PC, um es spielen zu können. Mit Umwegen geht es auch mit einem Mittelklasse-PC. Aber um es wirklich richtig geil zu fühlen, ich bin gerade so eine Schwelle, dass es so geht, musst du schon, wenn du neue Ware haben willst im Hardware-Bereich, 1.500 in der Hand nehmen. Bei Neuware. Ich bin eher so einer, bin so ein Ebay-Pirat. Ich gucke immer da, was man da so kriegen kann. Und kaufe mir teilweise Sachen gebraucht. Da kriegst du um einiges günstiger. Aber das muss jeder selber wissen. Aber ich will euch mit diesem Video zeigen einfach, was... hier.
Robert Space bzw. Cloud Imperium Games jetzt neu hat. Es gibt einige neue Schiffe und ich will mir einfach mal die IAE angucken dieses Jahr. Und der Cut ist jetzt, wenn wir da sind. So, ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind. Der FPS ist natürlich übel am Arsch, Alter. Ich war nochmal Third Person, Alter. So. Sehe ich überhaupt aus, Alter? Oh Mann, du. F4 war das, ne? Ja. Hier stehen schon. Oha. Caterpillar ist hier am Start. Hier stehen viele Schiffe außerhalb. Und sehr, sehr schlechtes Wetter. Oh, eine Scorpio. Scorpion? Scorpius? Nee, das ist was anderes. Ich hab die Schiffe gar nicht so. Ah. Oh, huch. Ich vermute, wir müssen hier rein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich vermute mal, dass hier der Eingang ist. Ich weiß es wirklich nicht. FPS, ja, hält sich übel in Grenzen. Ich sehe zwar gerade nicht wie viel, aber... ist echt nicht viel, Digga. Hier haben wir schon die neue Drag Cutter, tatsächlich. Hat sich schon einer gegönnt und ich werde die ganze Zeit irgendwie... oh nein, Constellation, bitte nicht. Ich werde die ganze Zeit abgefuckt von der Constellation, ne? Constellation? Ja, Aquila, glaube ich, ne? Boah, Junge! Das Wetter. Ich muss hier rein in die Bude, Alter. Komm ich hier überhaupt rein? Shit. Ja, FPS sind echt scheiße. Garage. Ich muss irgendwo rein. Er kickt mich die ganze Zeit um mit seinen Thrustern, Alter. Was ist mit ihm? Der FPS echt schlecht gerade. Aber es geht ab. Huch. Was hat er vor? Das geht nicht gut, was du vorhast. Lass die Cutter in Ruhe, ey. Ich geh rein. Oh, shit, Alter. So, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass wir richtig sind, weil sonst wäre hier, glaube ich, nicht so viel los. Mutig einfach mal. So, wo geht's jetzt? Jetzt sind wir drin. Wo geht's jetzt zur Messe? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Hier ist wahrscheinlich der Spaceport. New Babbage, okay. Elevators. Schauen wir mal rein. Boah, entspannen sich die FPS auch mal wieder hier jetzt langsam? Crazy. Ich war noch nie hier. Commons. Lass mal gucken. Inspecten. Okay. Wo muss ich jetzt hier zur Messe? IAE, da sind schon Banner, habe ich gerade. Ja. Boah, da oben. Aus, oder? Teile da so hinzeigen. Promenade, ne, IAE. IAE sollte eigentlich. Ja, okay, ich muss hier lang, okay. Da wollen wir IAE-Schild. Da lungern irgendwelche Leute rum, habe ich gerade gesehen. Ne, er ist an Joggen hier. Wie Cash Mesh habe ich auch noch. Ich habe, ich glaube, 8 Mille rüber transferiert. Ich habe nichts mehr gefühlt. 62.000, okay. Ich habe 8 Mille rüber transferiert nach Knebel. Die haben ja so eine Aktion da am Laufen, dass sie Leuten nochmal was ermöglichen mit den Credits und da eh demnächst, oder ich will sowieso erst wieder richtig reinstarten, wenn die 3.19 rauskommt mit dem Salvaging und sowas. Dann bin ich wieder vollkommen am Start. IAE, okay. War doch richtig, Pfeile nach rechts, ja. Ist ein bisschen schwierig zu sehen beim Laggy. Oh, hier müssen wir rein, okay. Wie lange müssen wir? Ah, perfekt, da ist er ja. Da ist schon der nächste Dude. Moin. Salute, salute. Ah, sieht echt schön hier aus in New Babbage. Erstes Mal, dass ich hier bin. Auf der, am Invictus Event war ich das erste Mal in Orison. Ich habe sonst nie so irgendwie mit dem Planeten, weil ich vor meinem Hardware-Update, bis auf Grafikkarte, da überhaupt nichts machen konnte. Ich bin immer mehr im Space gewesen, auf Monden, hab gemined und auch ein paar Bounty Hunter-Missionen gemacht, das ging alles. Aber Planeten, uff, war nicht möglich. Selbst hier, wie ihr seht, echt schwierig. Expo, okay. So, wir müssen einfach den Schildern folgen. War ja doch gar nicht so verkehrt hier. Oh, Red. Heute ist Release-Tag. Fängt an mit Drake. Perfekt natürlich. Oh, sieht sehr schön aus. Drake in Interplanetary. Die industrielle. Oh, sieht das schön aus. Ich mag es. Aber es ist derselbe Aufbau. Das muss ich leider sagen. Die haben denselben Aufbau genutzt wie von der wie im Anniversary oder von Invictus, nicht Anniversary, mein Gott. Von Invictus. Die Cutter. Das Ding, The War at Home. So,
Hier ist wieder, ja, perfekter Aufzug. Hier ist Invincible. Gucken wir mal, ob wir vernünftig reinkommen. Oh, das sieht gut. Wow. Das ist ein hochauflösender Bildschirm. Apex Hall. Geht das schon mal super los. So, wir gucken mal. Was gibt's denn auf der Expo? Ich weiß nicht, wie gesagt, selber noch nicht da. Bin jetzt das erste Mal hier. Hab auch noch nichts auf irgendeinem Video, YouTube-Video gesehen oder bei Knebel im Livestream. Ich bin eher so einer, der nicht so Livestreams guckt. Leider. Weil man da auch gut was gewinnen kann bei Knebel. Uhu. Aber hier, leider derselbe Aufbau wie im Invictus-Event. Aber ich will natürlich die Schiffe angucken, die neuen. Es läuft doch relativ gut hier. Ja, ich empfinde es als gut. Oh, da sehe ich schon ein Schiff, was mich sehr interessiert. Die, Caterpillar eher weniger, aber da können wir auch mal reingucken. Die, Corsair. Die habe ich mir echt schon angeguckt. Das ist für mich ein sehr interessantes Schiff. Dann gehen wir doch mal straight up hin. Aber es gibt ja, gibt es drei Versionen? Oh, mal kurz gucken hier. Das ist auf jeden Fall die Corsair, das neue Schiff. Oh, warte mal, hier haben wir doch hier so ein Drag Corsair, Manufactory Drag Interplanetary, Focus Exploring. Heed the call of uncharted space and harness the spirit of exploration with Drake Corsair. Okay, das ist die Explorer-Variante. Ja, gucken wir doch mal rein. Die sind wahrscheinlich auch wieder free, ne? Ja. Zum Ausleihen, die ganze IAE. Hier kommen wir wahrscheinlich schon rein, wa? Da ist der Elevator. Holen wir mal runter hier. Call the Elevator. Nee. Ich will nur reingucken. Bruder. Ich will ihn noch gar nicht kaufen. Erstmal nur gucken. Nee, nicht renten. Ach, Digga. Ist hier irgendwo offen? Bitte. Ramp Access. Ich will dir doch nur einmal reinluren. Ohne den direkt zu mieten. Ja. Danke. Boah. Ah, die klappt ja auf, ne? Das hab ich bei Knebel tatsächlich schon gesehen. Hier passt ein schöner Rover rein. Sehr gut. Okay, ein paar Displays. Powerplant. Hier sind die ganzen Module. Kühlung. Kühlungssystem. Was ist das? Kann man aber gar nicht lesen. Sag Priora Sun. Irgendwas. Ein Power Supply. Okay. Gucken wir mal rein hier in die Bude. Oh, sehr schön. Die Ingenieurbrücke hier. Hier können wir auch Licht anmachen. Warte mal hier. Light on. Und mal Licht dann hier in der Bude. Macht er nicht? Ey, kommt doch eigentlich so geiles Licht von unten. Mach mal an den Brater. Ja, Digga. Genau das. Oh, das sieht so geil aus. Das sieht echt so geil aus. Jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme ein bisschen runterskaliert, aber das sieht echt sexy aus. Ich merke diesen industrial rough look, ne? Was ist das hier? Ein Docking? Hier ist, glaube ich, Docking, ne? Guck mal, Licht, hier über Lichter machen hier. Ist das schon alles? Oder muss ich wieder zweimal drücken hier, das ist mal akzeptiert. Ah, guck an! Sieht sehr gut aus. Das ist, glaube ich, der Docking-Port, ne? Ja, Mann. Oh, ein paar Lags. Was kann ich hier denn machen? Close Door. Ah, okay, macht er die zu. Alles klar. Gut. Facecam Lag. Ja, das Ding zieht den ganzen Rechner in die Knie, aber es ist, wie es ist. Ja, hier kann man wahrscheinlich nachher seine Suits drin storen. Waffenhaltung, Waffenholster, Weaponholster. Oh Gott. Moin, moin, was geht ab, Alter? Ja, ist gut was los hier tatsächlich. Hier ist irgendwie was. Oh, ist noch locked. Das habe ich noch nie gesehen, das Symbol. Okay, okay. Oh, hier sind die Aufenthaltsräume. War sehr schön gemacht. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Können wir Taschenlampe anmachen? Ja, warte mal, wir machen mal Licht an. Ist das schon an? Ist das schon alles an Licht? Nee, oder? Doch, es war alles an Licht, okay. Hier ist der Aufzug. Hier gehen wir dann zur Brücke. Hier sind die beiden Geschütztürme tatsächlich. Oh, so crazy shit, Alter.
Sehr, 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 sehr geil. Wie ist das Cockpit? Sehr schön. Das Ding fährt runter. Co-Piloten, der fährt dann nach unten. Kann ich mich da reinsetzen? So? Tatsächlich, jetzt müsste er runterfahren. In das untere Cockpit. Oh, ist das geil gemacht, Dicker. Das ist übel sexy. Sehr, 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 sehr schön. Wo steige ich hier aus? Rechts wieder irgendwo? Ah, hier was? Exit. Sehr geil. Oh, kein Ton gerade? Oh, okay. Aber die werde ich mir auf jeden Fall renten und dann mal Probe fliegen. Kommt aber wahrscheinlich in einem anderen Video. Das werde ich jetzt nicht alles in das Video hier reinpacken, sonst wird das nämlich echt extrem. Ich werde das ja auch auf jeden Fall irgendwie zusammencutten. Oh. Noch ein Brother. What's up, Brother? Noch ein Citizen. Das war auch ein sehr extremes, wie ich fand, Thema von Knebel. Oh, sorry. Was er angesprochen hatte. Und zwar, was das Citizen eigentlich sein will. MMO-Thema. Und, dass wir kein Hero sind, wie in WoW oder sowas. Das Thema war, dass, dass es ja schwierig wird in Zukunft. Oh, da sitzt einer im Geschützturm. Kann ich den bewegen? Das wird safe ausgefahren. Da sitzt einer drin. Dass wir in Star Citizen ja nicht irgendein Held sind und dass es ein Problem sein wird in Zukunft, wenn Leute sich Schiffe gekauft haben und auch große Schiffe gekauft haben. Wie zum Beispiel die Corsair, die ja wahrscheinlich auch schon viel wert ist. Und dann Leute brauchen. Eine Crew. Ich verstehe den Ansatz, dass das schwierig sein wird. Was ist das denn hier für eine... Ist das dieselbe? Ist das immer dieselbe? Oder gibt es nur eine Version davon? Geschützturm links und hier müssen Dockingport... Nee, kein Dockingport. Auch Dockingport ist ausgelagert. Ich weiß nicht, ob das dieselbe ist, weil hier steht kein Schild vor zum Bleistift. Aber trotzdem miete ich mir die schon mal. Bin nicht vergessen. Ach, komm. Da sitzt so einer wieder unten drin. Sehr schön. So. Rent. Give me that. Ja. Hier wollen wir uns ausleihen. Bis solange wie die IAE läuft. Dankeschön. Die Drake-Korse ausgeliehen. Gucken wir uns nochmal die Caterpillar an. Das Monsterschiff, oder? So eher der Frachter so von Drake. Ist hier wohl ein Schild? Wahrscheinlich irgendwo vorne, ne? Ja, auch schon Size 5 Donner oder 7? Was ist das für Waffen? Size. Also, immer dicke Klapper. Kann man mal kurz gucken, bitte? Fokus Transport, ja. Man of the Drake, Fokus Transport, das ist die Caterpillar. Was ist das? Oder? Haben wir deine Schulter aus dem Bild? Ja, wie ich gesagt, ein Frachter. Frachtschiff. Dicke Brummer hier vorne dran. Das scheint irgendwie Laserbatterien zu sein. Parking-Sensor. What? Wahrscheinlich ein Parking-Sensor. So, wieder Lag. Aufenthaltsraum. Auch wieder Drag-typisch, sehr industriell, sehr rudimentär gehalten. Nicht viel Luxus, aber das... Ich persönlich brauche es nicht. Soll so industriell aussehen. Arbeiter. Ich muss auch keinen... Ich bin auch einer wahrscheinlich der, wie die meisten Leute denken, einer der wenigen, der sich auch unterordnen kann. Als Ingenieur oder sonst was. Ich muss mich natürlich auch mit den Sachen auskennen, klar. Aber ich muss nicht der Captain sein, auf gar keinen Fall auch nicht der Co-Pilot. Ein Gunner reicht. Ein Team, eine Gruppe zu sein, ist doch viel geiler, Alter. So, aber die kennen wir schon, das ist auch nichts Neues so wirklich. Hier oben natürlich die beiden Brecher. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer, würde ich mal sagen, erstmal. Und dann gehen wir in die anderen beiden Bereiche. Heute ja nur Drake. Weiß nicht wie viel. Werden wir gleich sehen. Ah, die Hoverbikes. Die Hoverbikes, aber die kennt man ja auch. Dragonflies. Ja, muss noch mal gucken, wie die heißen. Schöne Dinger. Aber auch muss man sich daran gewöhnen, die zu fliegen. Bin die auch ein, zwei Mal geflogen. Ist sehr schwierig. Das sind, glaube ich, die Stapler. Die Lastenfahrzeuge, wie heißen die noch? Mule, genau. Cargo, ja. Die sollen irgendwie
Cargo transportieren. Da kannst du hinten was drunter klemmen, vermutlich. So Kisten, Frachtkisten. Und auch vorne dran. Ne, vorne steigt man ein. Ich weiß nicht, wie das damit laufen soll. Ich habe mir selber noch nicht so ein Ding genommen. Aber ich kann mir auch mal so ein Ding mal mieten, um es auszuprobieren. Die Mule renten wir auch mal. Kann man natürlich sogar relativ schön verbinden. Ich habe jetzt die zwei Cursor. Ah, jetzt. Ich habe nur F gedrückt gehalten. Perfekt. Könnte ich auch nochmal ausprobieren mit der Mule. Bin ich auch noch nicht gefahren. Wäre vielleicht auch ganz interessant. Dann ging es hier hinten noch durch. Da sind, glaube ich, Display Hall. Die zukünftigen In-Concept-Schiffe werden da, glaube ich, gezeigt, wie ich das verstanden habe. Oh, what? Bruder, was ist das denn für ein Klopper? Kraken. Kraken has been released. Zweite Kraken. Krasses Teil. Alter Verwalter. Da ist ein Geschützturm drauf. Habe ich tatsächlich noch nichts von gehört. Also ich bin jetzt nicht einer, der sich alles auf der Internetseite durchliest, was alles in Konzept ist. Release and no putting it back. It's a tech carrier and charts away military op- Ist das ein Kampfschiff? It is Captain Class Ship available to others. Crazy. Dickes Monster, krass. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Sehr schön gemacht, doch leider der Aufbau genauso, wie ich schon gesagt habe, genauso wie, wie in Invictus. Muss alles in Rot, nicht in Blau. Aber ist okay. Die sollen ihre Ressourcen ruhig in die Entwicklung stecken, dass, dass hier, Item Identity System, oder wie heißt das noch, dass die ganzen Sachen, die man quasi wegschmeißt, auch unten bleiben. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, Lul. Das, Streaming hier. Item Streaming. Lass uns dabei. Ist hier zu? Ist doch gar nicht auf? Ist das alles? Nee. Aber scheinbar war das von Drake schon alles. Oh, ein kleiner Nachtrag, Digga. Oh, was heißt Nachtrag? Ich werde einfach den Abspann, den ich gerade reingelabert habe, einfach zum Schluss reinspielen. Hier haben wir noch die Apex Hall 4. Ist mir gerade erst beim Rausgehen aufgefallen. Man muss ja echt genau gucken, dass man damit auch alles mitbekommt. Was haben wir denn hier? Ist tatsächlich noch ein der nächste Bereich. Oh, Cutlass. Ist das die Cutlass Police? Diese Polizeioptik? Nee. Oder ist das die Stainless? Heißt die Stainless? Bin nur selber mit einer Cutlass hier. Der Blue, Digga, der steht da oben drüber. Ich bin auch so lost. Das ist die, diese hier, Medical Krams. Cutlass Steel, die hab ich. Nee, ich hab die Black. Ich hab die Standard Cutlass Black. Blödsinn, ich hab gar nicht die Steel. Okay. Welcome to Tobin Expo Center. Ihr müsst da mal ein bisschen was Neues einfallen lassen auf den anderen Planeten, dass die Expo Center auch mal anders aussehen. Nicht immer der Lechi Krams. Aber meckern auf hohem Niveau. Wie schon mal gesagt, sollen ruhig die Entwicklerressourcen dahin stecken, wo wir sie brauchen. In das Entity Streaming. Jetzt ist es mir eingefallen. Kein Brainlag mehr. Und natürlich in das Salvaging. Was wir für das Entity Streaming brauchen. Und ja, aber dann, ja, jetzt sind wir wieder hier in der Main Hall wahrscheinlich, oder? Nee. Die Star Map, wir haben Apex Hall 5. Ich bin ja wieder mal überall dran vorbeigelaufen, ich Trottel, ey. Oh. Oh, yes, sir. Ich hab's mir fast gedacht, dass die noch fehlen. Drake Vulture. Perfekt, Digga. Kann man sich die mieten hier? Bitte, 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 bitte. Oh, nee, Digga. Lass mich die mieten. Lass mich die mieten. Ich will die nur einmal fliegen. No, ist das nur wieder zum Angucken? Oh nein, das Salvaging-Schiff, das Einsteiger-Salvaging-Schiff. Die würde ich so gerne mieten. Oh Mann, schade. Aber da muss ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, dass die Vulture fliegen kann.
Hat sogar die Waffe wackelt, Alter. Ja, Drake Vulture. Das wird mein Schiff sein in der Zukunft. Wenn ich solo unterwegs bin. Sehr, sehr schönes Schiff. Design war, glaube ich, von... Nee, wie heißt es noch? Wie der Name wäre? Nee, ich bin so ein Rentner, Alter. Im anderen Game. Hier. Schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst, was ich meine. Crazy. Aber die kann man sich hier ausleihen. Die Cutter. Die Cutter. Und da werde ich mal direkt mal einen von ziehen hier. Die werde ich mir ziehen. Rant, Digga. Auf jeden Fall. Ja, da kommen zwei Videos. Einmal von der Corsair und einmal von der Cutter. Die soll ein bisschen schwerfälliger sein. Dicke Bobby hier. Und die beiden sind eher uninteressant für mich. Die bin ich selber schon geflogen. Das sind halt Kampfschiffe. Das eine zumindest, das war die Buccaneer, genau. Ja, muss man mögen. Und das war, wie hieß das Ding nochmal? Auch so ein komischer Klumpen. Finde ich überhaupt nicht ansprechend, die Herald. Finde ich null ansprechend. Aber ich bin halt auch, wie gesagt, ich bin auf der industriellen Seite. Ich muss minern oder salvagen, Schiffe ausschlachten, das ist so mein Ding. Ich bin da komplett anders gestrickt. Aber jedem das sein, es gibt bestimmt welche, die das Ding mögen. Ich mag es nicht. Aber ist doch völlig in Ordnung. Aber ich denke, jetzt haben wir alles gesehen und dann schneide ich jetzt mein Outro nochmal rein. Das war die IRE 2952. Wenn euch das Video gefallen hat, ich habe es natürlich ein bisschen zusammengeschnitten. Ist, glaube ich, gar nicht so lang geworden. Ist halt nicht viel zu schauen. Ihr habt es so gesehen, wie ihr hinkommt, falls ihr es selber noch nicht wusstet. Ab nach New Babbage, einfach vorne landen, wo die Hölle los ist. Also wahrscheinlich jetzt die ersten Tage. Und dann einfach reingehen und umgucken und Schiffe mieten. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und passt auf euch auf im Space. Ciao. Ich muss noch mal ganz kurz abspannen hier nach dem Schlusswort. Es ist nicht richtig, was Knebel gesagt hat. Die werden zu dem Standort, wo man seinen normalen Startpunkt gesetzt hat, gesendet. Nicht nach New Babbage, das ist falsch. Okay, ciao.